Und Tore gehabt zur Auswahl des Monats März. Wir haben uns relativ schwer getan und anscheinend haben wir die richtige Wahl getroffen, denn wir hatten lange nicht mehr so viel Einsendungen wie diesmal. 190.000 haben mitgemacht bei diesem Spiel und ich glaube, Sie haben die richtige Wahl getroffen. Wie es ausgegangen ist, das werden Sie nun erfahren. Auf Platz 3 landete schließlich das Tor mit der Nummer 2. Es wurde erzielt von Herbert Waas von Bayer Leverkusen am 28.03. im Spiel Nürnberg gegen Leverkusen in der 40. Minute zum 1:1 Endstand. Immerhin 21.000 Einsendungen. Tor Nummer 5 auf Platz 2 mit 54.000 Stimmen. Hansi Müller vom FC Tirol erzielte es am 18.03. im UEFA-Pokal-Rückspiel Tirol gegen Turin in der 60. Minute zum 1:0 Endstand hier 2:1. Das ist es, das Tor des Monats März. Tor Nummer 3 mit über 80.000 Stimmen. Erzielt am 28. März im Spiel der Amateurüberliga Südwest VfL Hamm gegen Eintracht Trier in der 83. Minute zum 1:3. Endstand war damals 1:2. Und weil es nun wirklich so schön war, hier das Ganze noch einmal. Und den Torschützen haben wir selbstverständlich hier. Karl Dubois, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ein super Tor, das hat sich gelohnt. Das gibt natürlich die Goldmedaille der ARD Sportschau. Die ist was wert. Und es gibt den Wimpel. Ich habe gehört, der kommt von jemand, der ganz bei Ihnen in der Nähe wohnt. Ja, den legen wir mal so lange hier zur Seite, denn Sie müssen ja erst noch einmal tätig werden. Die meisten, die wir hier haben, die kennen wir ja, die Fußballer. Bei Ihnen, da gibt es sicher bei manchen noch ein paar Probleme. Stellen Sie sich vielleicht doch mal selbst vor. Ja, ich bin also 21 Jahre alt, spiele seit 3 Jahren bei Eintracht Trier in der Oberliga Südwest und fühle mich also sehr wohl in Trier. Und wir wollen dieses Jahr auch noch den Aufstieg in die zweite Bundesliga schaffen. Trier, das war ja mal ein ganz großer Name im Fußball. Im Augenblick haben Sie so ein bisschen Probleme? Ja, wir sind im Momentan Tabellenzweiter, wir können es also noch schaffen. Leider ist Trier 81 abgestiegen, zwangsweise, wie die einklassige zweite Bundesliga eingeführt wurde. Aber wir sind jetzt nochmal dran und versuchen alles, um das wieder zu schaffen. Das war ja ein wichtiger Sieg in dem Spiel, wo Sie dieses Tor erzielt haben. Ja, das war ein sehr wichtiger Sieg, sonst wären wir vielleicht zu weit abgefallen. Okay, ehe wir weiter über dieses schöne Tor reden, sollten Sie mal Ihre Aufgabe erfüllen. Ich nehme Ihnen die Medaille mal so lange wieder ab, kriegen Sie gleich zurück. Dreimal, wir dürften vielleicht noch mal kurz einblenden, was es zu gewinnen gab. Die erste können Sie schon mal ziehen. Also, wie gesagt, Sie können gewinnen. Dreimal 2 Karten, Reisekosten und Spesen zum Endspiel um den Europapokal der Landesmeister am 27. Mai im Wiener Praterstadion. So, und die erste Karte ist bereits gezogen. Das hat der Karl Dubois schon erledigt. Und der Gewinner ist R. Krämer, Hüttenstraße 7 in Hagen, 4506 Hagen. Der zweite, Tor Nummer 3, Alfred J. Berzins, Münster Kinderhaus, Langewort 7. Und noch einmal ganz von der anderen Seite, Tor Nummer 3, Jürgen Schlapphoff, er hat es mit den Herren. Rehrstieg 52 in 21:02:92. Jetzt komme ich langsam hier durcheinander. Das kriegen Sie erstmal und das andere verteile ich da, damit auch nichts verloren geht. Ja, jetzt nochmal zu dem Tor zurück. Haben Sie das frühzeitig erkannt? War das eine Verzweiflungstat oder wie kommt man auf so eine Idee? Ja, gut, es war also gewollt. Ich habe den Tor mal also zu weit vor dem Tor gesehen und habe dann eben mit Windunterstützung und etwas Glück hat es eben hingehauen. Sie spielen inzwischen in einer Rolle so ein bisschen mehr zurückgezogen. Früher waren Sie mal offensiver. Ja, ich hatte früher zuerst im Sturm gespielt, bin dann etwas zurückgezogen worden und jetzt im offensiven Mittelfeld fühle ich mich eigentlich ganz wohl in dieser Rolle. Und da schießen Sie plötzlich viel mehr Tore. Jetzt schieße ich mehr Tore. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Es klappt. Können Sie sich vielleicht zufällig daran erinnern, wer im vergangenen März, sind Sie regelmäßiger Zuschauer des Tor des Monats, ja, erzielt hat? Regelmäßiger Zuschauer. Wollen wir es noch mal nicht verraten. Wir sollten es uns vielleicht noch mal erst angucken. Das ist also ein seltsamer Zufall, aber es war wirklich genau vor einem Jahr ebenfalls im März. Und da gab es folgendes Tor des Monats. Ich hoffe, das haben wir jetzt bereit liegen und können uns das noch mal kurz anschauen. Da kommt es. Es ist ja wirklich eine Duplizität. Genau vor einem Jahr Torschütze damals Matthias Herget, der ja gestern
wieder einmal im Nationalteam antreten konnte. Damals hat es den Uli Stein vom HSV erwischt. Haben Sie nachher eigentlich mal mit dem gegnerischen Torwart gesprochen? Nein, habe ich nicht. Sollten Sie vielleicht mal tun. Wie kommt das eigentlich? Das ist ja immer dieselbe Zeit. Ist das so das Frühlingserwachen für Fußballer? Das kann durchaus sein. Oder sind das verfrühte Ostereier, die Sie da den gegnerischen Torhütern ins Netz legen wollen? Das ist ein guter Ausdruck, ja. Das kann man so sagen. Na? Was sind denn so Ihre persönlichen Ziele? Sie sind noch jung. Ja, ich möchte also in erster Linie mit Dreher in die zweite Bundesliga aufsteigen. Also wir haben ja noch alle Chancen offen, vielleicht klappt's. Ein Mannschaftskamerad von Ihnen hat es ja schon geschafft. Der hat im vergangenen Jahr im Pokal für Furore gesorgt. Ja, der Harald Kober. Der spielt jetzt in Kaiserslautern. Hat da eigentlich ganz gut eingeschlagen. Schießt auch die Tore da. Das kann man dem Harry gönnen. Hat denn bei Ihnen noch kein Bundesligist angeklopft? Nein, noch nicht. Das kommt bestimmt jetzt, nachdem dieses Tor erzielt worden ist. Sagen Sie nochmal, welche Position? Mittelfeld? Offensives Mittelfeld, ja. Links, auf der linken Seite. Haben Sie das Länderspiel gestern bei uns gesehen in der Übertragung? Ja, habe ich gestern gesehen. Was sagen Sie dazu? Ja, es war ein sehr schönes Spiel. Leider haben die Tore gefehlt. Das Salz in der Suppe. Was wäre denn so Ihr persönlicher Traum als Fußballer? Eher ein Einsatz in der Nationalmannschaft oder vielleicht mal mit dem eigenen Verein, der ja dann sicher Bundesligist sein müsste, im Europapokal antreten zu können? Nationalelf ist natürlich. Ist doch das Größte? Das ist das Größte. Und Profifußballer auch Ihr Ziel, oder? Das ist mein Ziel, ja. Haben Sie im Augenblick noch einen Beruf nebenher? Ich habe noch einen Beruf, ja. Ich bin Steuerfachgehilfe in Trier, arbeite ich. Und den würden Sie zur Not aufgeben? Der würde ich zur Not der richtige aufgeben. Verein kommt? Ja. Der richtige Verein wäre ja vielleicht Bayern München. Die müssen am nächsten Mittwoch wieder antreten, denn jetzt hatten wir gerade gestern Länderspiel. Am Mittwoch geht es weiter mit Europapokal und da haben wir auch noch einen kleinen Appetithappen für Sie. Erstmal schönen Dank an Karl Dubois und herzlichen Glückwunsch noch einmal. Danke. Und jetzt also kurz für die Bayern zur Information, was Real Madrid denn an diesem Wochenende geleistet hat.